So. Hallo, wir sind live gerade unterwegs vom DZNE und ich warte jetzt mal kurz, dass die ersten Leute hier reintröpfeln und sich unseren Livestream angucken. Genau, da sehe ich schon direkt, die erste kommt rein und es füllt sich schon langsam. Das ist ja schön, das sieht ja fast so aus, als hätten die Leute auf uns gewartet. Das war natürlich auch die Intention des Ganzen. Aber dass es jetzt so schnell geht, ist doch perfekt. Ich rede noch ein bisschen oder bevor ich loslege, eigentlich hätten wir heute ein Gespräch mit Patrick Weidt gemacht, Dr. Patrick Weidt, der eigentlich heute uns was zur Huntington-Krankheit erzählen wollte, der aber leider verhindert ist und deswegen nicht dabei sein kann. Ich aber trotzdem herzlich den Ersatz, obwohl er eigentlich gar kein Ersatz ist, sondern genauso gut, würde ich mal sagen. Da ist er schon dabei, Professor Bernhard Landwehrmeier aus Ulm. Und wir mussten das tatsächlich sehr schnell auf die Beine stellen hier. Das hat nicht mal einen halben Tag gedauert. Aber so ist das manchmal. Vor allen Dingen, wenn es live ist, dann ist es eh alles hoffentlich auch in Teilen entschuldbar, wenn es jetzt nicht ganz perfekt läuft. Es sind schon viele dabei. Ich würde einmal sagen, wenn es Fragen gibt zwischendurch, gerne stellen. Professor Landwehrmeier und ich werden die nicht direkt beantworten, weil das einfach besser ist, erst zum Ende, damit das Gespräch weitergehen kann. Aber ihr dürft gerne die ganze Zeit schon schreiben. Ich stelle mal einmal ganz kurz den Professor Latwermeier vor, auch wenn ich vielleicht die Hälfte vergesse. Er ist Neurologe und Leiter der Huntington-Ambulanz in Ulm. Er ist Mitbegründer der European Huntington Disease Network, der EHDN, und sitzt auch im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Huntington-Hilfe. Und warum er eigentlich der perfekte Partner ist, über Huntington zu sprechen, zeichnet eigentlich schon aus, dass er als Postdoc sich schon mit dem Thema befasst hat. Und das war 1993, also sprich 28 Jahre, beschäftigt er sich schon mit der Huntington-Krankheit. Huntington-Krankheit, muss man sagen, jetzt ist der Awareness-Monat im Mai, von einer Krankheit, die unheilbar ist und schlussendlich zum Tod führt. Und trotzdem, trotz dieser dramatischen Umstände, ist die Krankheit weitestgehend unbekannt, muss man sagen. Also dadurch, dass die Fallzahlen doch sehr gering ist, spielt sie in den Medien und in der Öffentlichkeit eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle. Und das wollen wir ein bisschen da mit unserer Aktion hier ändern und auch ein bisschen mehr Awareness dafür schaffen und gleichzeitig zeigen, ja, wie sieht's denn aus? Was ist denn da? Wie ist der aktuelle Forschungsstand und was ist diese Krankheit auch beginnt? Also morgen werden wir noch mit der Alina sprechen. Die hat einen Podcast zu dem Thema gegründet, ist selbst betroffen davon und ihr Vater auch. Und am Donnerstag spreche ich noch mit der Michaela Winkelmann, die Vorsitzende, die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Ja, Herr Professor Landwehrmeier, habe ich was vergessen, als ich Sie vorgestellt habe? Was Wichtiges. Ich habe gehört, wie gesagt, Postdoc, da sind Sie schon zu dem Thema gekommen. Wie ist das passiert? Warum Huntington? Wie, seit wann kennen Sie die Krankheit? Gut, also natürlich lernt man als Medizinstudent im Studium etwas über die Huntington-Erkrankung, so ich auch. Ich habe mich dann entschlossen, auch eine Facharztausbildung anzufangen als Neurologe und habe auch eine Neuropathologie gelernt. Da wird man damit ein bisschen vertraut. Aber eigentlich war es Zufall. 1993 habe ich angefangen in Boston, das ist in Massachusetts, in den USA zu arbeiten, am Massachusetts General Hospital, das ist einer der Harvard-Krankenhäuser. Und meine Chefin, die das Labor geleitet hat, Anne Young,
war gerade geworden, 2 Jahre vorher oder 1,5 Jahre vorher, bevor ich angefangen habe, Leiterin der Abteilung für Neurologie. Ihr Interesse war immer schon über viele Jahre die Huntington-Krankheit. Und wenige Monate, nachdem ich angefangen habe, bei ihr und in ihrem Labor zu arbeiten, mit ihrem Ehemann Jack, Ah, bei mir ist die Leitung teils schlecht, ich nee, hoffe. war dann für mich der Beginn mit den Fertigkeiten, die ich als Wissenschaftler zu dem Zeitpunkt beherrschte. Ah, leider ist die Verbindung anscheinend nicht so gut, oder zumindest sehe ich jetzt gerade nur noch ein Rädchen beim Professor. Ich weiß nicht, ob ich meine Rückmeldung von den anderen bekomme, weil ich sehe jetzt nur noch ein drehendes Rädchen um den Professor herum. Ja, und jetzt ist er anscheinend auch weg. Das heißt, es sieht so aus, als wäre das technisch gerade ein bisschen schlecht. Vielleicht liegt das an der Leitung in Ulm, an meiner liegt es nämlich nicht. Vielleicht kann man da nochmal gucken, vielleicht ist auch das WLAN nicht richtig aktiviert oder vielleicht funktioniert das da einfach nicht ganz so gut. Tja, schade, er hätte jetzt erzählt, wie er dazu gekommen ist. Das können wir uns jetzt einfach nur erahnen. Und ich sehe gerade schon, genau, bei euch ist das auch alles so. Das heißt, wir gucken mal, vielleicht kann der Professor einmal gucken, dass das WLAN auch funktioniert und das gleich wieder funktioniert. So, jetzt kommt die. So, jetzt ist die Huntington-Hilfe. Der Account, über den er dabei ist, wieder online. Ich hoffe, ich kann ihn dazu holen. Okay, So. jetzt Professor, jetzt sind Sie wieder da. Ich hoffe, die Leitung bin funktioniert ich wieder wieder da. und das Problem ist nicht. Ah, es fängt schon wieder an zu hacken. Sind Sie in einem guten WLAN drin? Ist das WLAN vielleicht nicht ganz so gut? Weil das Rädchen kommt jetzt immer wieder. Tja, seht ihr auch nichts? Wir können ja raten, was da hinten. Ah, so. Also, Jetzt. Okay. jetzt sollte es wieder klappen. Sehr gut. Dann fangen wir schon mal direkt an, würde ich sagen. Also wir haben uns jetzt so ein bisschen zusammengereimt, wie Sie zur Huntington-Krankheit gekommen sind. Deswegen würde ich jetzt erstmal fragen, für diejenigen, die das nicht kennen, was ist die Huntington-Krankheit? Wie können Sie das kurz zusammenfassen? Sie können mich sehen wieder? Wir sehen Okay, Sie. wunderbar. Also, kurz und gut, nee, vielleicht um die Geschichte noch ganz zum Ende zu bringen. Wenige Monate nachdem ich angefangen habe, dort, wie gesagt, wurde das Huntington-Gen entdeckt, die Huntington-Mutation. Und das war dann für mich der Anlass, mich mit allen Aspekten dieser Erkrankung auseinanderzusetzen und hatte dazu das Glück, dass ich mit Ann Young und Nancy Wechsler, viele von Ihn kennen Nancy Wechsler, sie ist selber betroffen von der Huntington-Erkrankung und hat mit ihrem Vater und ihrer Schwester eine große Stiftung, Hereditary Disease Foundation, ins Leben gerufen und war viele Jahre in Venezuela. Die Proben, die dort gewonnen worden sind, waren ganz entscheidend für die Entdeckung des Gens. Und ich hatte auch die Gelegenheit, die Huntington-Erkrankung in Venezuela kennenzulernen. Da sind ungefähr 3000 Leute betroffen von der Erkrankung. Großer Stammbaum, mehr als 10.000 Menschen, die insgesamt dort leben. Und da ist es so, dass in manchen Ortschaften, es sind meistens Fischer, die an einem See wohnen, See Maracaibo, viele über die Straße laufen, die offensichtlich betroffen sind von der Huntington-Erkrankung. Und so habe ich das Ja, okay. kennengelernt. Und deswegen auch die Gelegenheit gehabt zu sehen, wie die Huntington-Erkrankung aussieht, wenn man wenig Möglichkeiten hat, sie durch entsprechende Medikamente oder Behandlungen zu dämpfen.
Und was augenfällig ist bei der Huntington-Erkrankung ist, dass es typischerweise Menschen sind im mittleren Lebensalter, die das bekommen. Das hat seinen Grund. Es ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die aber erst mit Verzögerung beginnt. Üblicherweise im mittleren Lebensalter. Wann sie beginnt, hängt davon ab, welche Sorte von Mutation man vererbt hat. Das Besondere an der Huntington-Mutation ist, dass da etwas zu viel ist. Sie kennen viele andere Genveränderungen, bei denen etwas zu wenig ist. Die Konsequenz davon ist, dass man zum Beispiel kein funktionierendes Genprodukt mehr herstellt. Das ist anders bei der Huntington-Erkrankung. Dort ist das veränderte oder mutierte Genprodukt anders, hat neue Eigenschaften. Und welche Eigenschaften hängt sehr stark davon ab, wie groß ausgeprägt die Mutation ist. Und die Mutation besteht aus drei Basen, C, A und G, in der Erbmaterial, in der DNA. Und je länger die Verlängerung ist, desto früher beginnt die Erkrankung, desto ausgeprägter ist die Erkrankung auch. Nicht? Und deswegen gibt es auch durchaus Menschen, die erst in einem sehr späten Lebensalter Beschwerden der Huntington-Erkrankung entwickeln. Dann, wenn sie das Glück haben, eine sehr kleine CRG-Verlängerung zu haben, allerdings in dem Bereich, der nicht mehr normal ist. Nicht mehr normal ist, mehr als 36 dieser Wiederholungen zu haben. Wenn man 40 und mehr diese Wiederholungen hat, dann ist es so, dass ein normales Lebensalter vorausgesetzt, die Erkrankung sich immer zeigt in typischen Beschwerden. Und jetzt natürlich die Frage, was sind diese typischen Beschwerden? Viele, die genau zuhören, kennen das natürlich. Ich denke, es ist sinnvoll, darüber so zu denken, dass es vier Bereiche gibt, die üblicherweise Schwierigkeiten machen. Das eine und das augenfälligste sind die Bewegungsstörungen. Der Name früher Veitstanz oder Chorea für die Huntington-Krankheit zeigt schon an, um was es geht, sind schwer steuerbare, ungewollte Bewegungen, die durchaus an tanzähnliche Bewegungen erinnern. Die beginnen zunächst in den Fingern und Zehen und breiten sich dann über den Körper aus. Und wenn sie das tun, dann wird der ganze Körper mit einbezogen. Es kommt zu diesen ungewollten, an in der Tat tanzähnliche Bewegungen erinnernden Überbewegungen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die gewollten Bewegungen auch nicht richtig funktionieren. Sie sind zu langsam. Hat also zwei Sachen. Okay. Man hat auf der einen Seite zu viel Bewegung, auf der anderen Seite das, was man machen möchte. Dem ist sozusagen im Wege, dass andere Bewegungsprogramme vom Gehirn aktiviert werden, die der sauberen, sicheren, schönen Ausführung der beabsichtigten Bewegung im Wege stehen. Als zwei Aspekte, wenn man so will. Das ist das eine. Die Beeinträchtigungen sind aber nicht beschränkt auf Bewegungen. Genauso wie es Menschen mit der Huntington-Erkrankung schwerer fällt, eine gezielte, gewollte Bewegung zu machen, so fällt es ihnen auch schwerer, geistig beweglich zu sein. Ja? Typischerweise ist es so, dass man zwar alles machen kann, aber mehr Zeit braucht, deutlich mehr Zeit braucht. So viel Zeit, dass unter Umständen die Leute, mit denen man zu tun hat, die Geduld verlieren und denken, sie kriegen gar keine Antwort. Okay. Im Beginn ist es so, dass man, also wie gesagt, ganz alles mitbekommt, auch alles versteht, auch alles machen kann, aber es fällt einem schwer, zum Beispiel Multitasking zu machen, zu telefonieren und zu kochen, zu reden und zu laufen. Das ist also eine Folge der Tatsache, dass, wenn man so möchte, eine Art Servolenkung ausgefallen ist. Jeder kennt das von seinem Auto. Wenn die Servolenkung ausgefallen ist, kann man durchaus ein Auto noch steuern, aber es ist deutlich mühsam. Okay. Und so ist es auch bei der Huntington-Erkrankung nicht nur für die Bewegungen, sondern auch für die Denkabläufe. Es geht alles, aber es ist mühsamer, anstrengender. Und so kommt es, dass die Leute, die dann beruflich tätig sind, mehr und mehr Zeit einsetzen müssen, um ihre Sachen zu erledigen.
und angestrengter sind, wenn man mehr Zeit einsetzen muss. Es ist aber nicht, das wäre das Zweite, dass die Denkabläufe sich verändern, so wie die Bewegung sich auch verändert. Das Dritte ist, dass auch das Verhalten anders wird. Es fällt einem schwerer, entspannt und ohne Irritation zu reagieren auf das, was um einen herum passiert. Stört einen was, dann kann es leicht kommen zu einem heftigen Ausbruch von Ärger, den man nicht gut steuern kann. So eine Art Ausbruch ist das. Und das macht das Zusammenleben, wie man sich leicht vorstellen kann, natürlich komplizierter. Wenn die Umgebung anfangen muss, bestimmte Themen zu vermeiden, weil man befürchten muss, dass es zu einem Wutausbruch kommt oder dass man heftig reagiert. Es muss nicht unbedingt ein Wutausbruch sein, aber heftig reagiert. Und man stellt auch fest im Verhalten, dass zum Beispiel die Fähigkeit, sich umzustellen auf neue Sachen, erschwert ist, so dass man es bevorzugt, dass alles so wie ist, wie immer. Das geht nun im wahren Leben nicht so richtig. Nicht? Es kommen neue Sachen, man muss sich darauf einstellen. Und wenn einem das schwerfällt, dann ist es für einen selber eine Belastung und für die Umgebung eine Schwierigkeit, weil die mitbekommt, dass man nur mit Mühe sich auf Neues, Unvertrautes, außerhalb der Routine liegendes einstellen kann. Das ist eigentlich bei allen Leuten so und genauso ist es bei allen Leuten so im Laufe der Zeit entwickelt sich, dass sie zunehmend angewiesen sind auf Anstöße von außen, um in Gang zu kommen. Das ist wieder ganz ähnlich wie bei den Bewegungen. Wenn es mühsam ist, Bewegungen zu starten, so ist es auch mühsam, in Gang zu kommen, neue Sachen zu machen und überhaupt etwas zu machen. Nennt man in unserer Sprache Apathie. Das hat nichts mit schlechter Laune oder Traurigkeit zu tun, sondern man hat Mühe, in Gang zu kommen. Und man kann sich leicht vorstellen, dass das auch eine Quelle von Auseinandersetzungen werden kann in der Familie, wenn der Ehepartner morgens nach dem Frühstücken zur Arbeit geht und sagt, jetzt räum mal bitte den Frühstückstisch auf und bring den Müll weg. Und er oder sie kommt am Abend wieder und nichts davon ist passiert, weil man nicht in die Gänge gekommen ist. Obwohl man ja aus der Perspektive des anderen Zeit dazu gehabt hätte. Ist ja auch richtig, dass man Zeit dazu gehabt hätte, das ist nicht das Thema. Man muss aber erst eine Schwelle überwinden, um das, was man sich vorgenommen hat, auch umsetzen zu können. Kennt jeder in gewissem Maß. Genau. Typischerweise, wenn man lernt auf Prüfungen oder dergleichen, genau, das muss kann man auch erst in die Gänge kommen. Ne? Gut. Und allerdings, das letzte, vierte, ja. Noch dazu ist, dass man, das hängt auch, hat mehrere Gründe, ist typisch, dass man, obwohl man viel zu sich nimmt an Nahrung, an Gewicht verliert. Oder sehr viel essen muss, um überhaupt sein Gewicht zu halten. Die meisten Menschen mit der Handlungserkrankung sind sehr dünn und müssen erhebliche Mengen zu sich nehmen, um nur das Gewicht zu halten. Also ist es nicht selten, dass Menschen mit der Handlungserkrankung 4.000 oder gar 5.000 Kilokalorien pro Tag, das ist Doppelte oder gar Dreifache von dem, was andere Leute zu sich nehmen, nur um das Gewicht zu halten. Und das weist hin auf einen veränderten Stoffwechsel, der wesentlich, wenn man so will, schneller ist und der verlangt, dass um zu halten, was man hat, man deutlich mehr zu sich nehmen muss. Das sind die vier Domänen, also die Bewegungen, die Denkabläufe, das Verhalten allgemein, Umgang mit anderen Leuten und die Besonderheit, dass der Stoffwechsel verändert ist, so dass man viel essen muss, nur um sein Gewicht zu halten. Ja, jetzt sagten Sie anfangs, dass es in diesem Dorf eine Menge von Huntington-Erkrankten
gab. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal erläutern müssen. Das heißt, es ist eine vererbbare Krankheit. Ist das die einzige Ursache oder gibt es auch neue Mutationen oder wie Nein, funktioniert es das? gibt für die Huntington-Erkrankung nur eine Ursache und das ist diese Verlängerung von drei Basen, die sogenannte Huntington-Mutation im Huntington-Gen. Also nur eine einzige Ursache. Allerdings unterscheiden sich verschiedene Menschen, die betroffen sind von der Huntington-Erkrankung, in der Länge dieser Wiederholung. Ich hatte das vorher kurz Okay. schon erwähnt, so dass es eigentlich eine Familie von Erkrankungen ist. Immer an der gleichen Stelle im Huntington-Gen, aber die Ausprägungsart und die Beschwerden, die man entwickelt, hängen sehr stark von dieser CAG-Länge ab. Je größer die CAG-Wiederholungszahl ist, desto früher beginnt die Erkrankung und desto ausgeprägter ist die Verlangsamung der Bewegungen und die Schwierigkeit, in Gang zu kommen. Okay. Sie haben es ja beschrieben, die vier Symptome. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist der Krankheitsverlauf? Also wann bricht es aus und wie schnell verändert sich das? Also ich meine, einen Anstoß, um den Müll rauszubringen, das brauche ich auch manchmal. Aber ich kann mir vorstellen, das wird ja sehr schnell sehr viel mehr als das nur werden. Also wie ist das Leben mit Huntington? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was Sie gesagt haben, dass es einen fließenden Übergang gibt zum normalen Verhalten, ist durchaus richtig. Die meisten Menschen, die die Huntington-Veränderung in sich haben, haben die Veränderung naturgemäß vom Moment der Zeugung an. Aber es äußert sich nicht. Für Sie, mich, für jeden wirken diese Träger der Huntington Mutation der Huntington-Veränderung völlig normal. Gut, Sie haben das Pech, aufwachsen zu müssen in einer Familie, die belastet ist von der Huntington-Erkrankung. Also einer der Eltern, einer der wird zunehmend beeinträchtigt. Das ist aber ein schleichender Prozess. Und das ist was sehr Wichtiges. Und weil es ein schleichender Prozess ist, ist es auch für jeden Einzelnen ganz schön schwer auseinanderzuhalten, was ist einfach eine Folge des normalen Älterwerdens und was sind schon Beschwerden, die in irgendeiner Weise mit der Huntington-Erkrankung zu tun haben. Dass ich mit Anfang 40 nicht mehr so schnell laufe wie mit 18, nicht, liegt irgendwie auf der Hand. Wenn ich weiß, dass ich die Huntington-Veränderung, die Huntington-Mutation in mir trage, bin ich natürlich auch geneigt, alles, was mir jetzt misslingt, a conto Huntington-Erkrankung zu verbuchen. Zum Teil zum Recht, zum Teil aber auch nicht. Und wichtig ist, dass es ein schleichender Prozess ist. Okay, und dann der dann aber mit 40, so wie ich es verstehe, dann nicht mehr schleichend ist, sondern dann wahrscheinlich Fahrt aufnimmt. Oder Nicht, wie ist das? also sonderlich beschleunigen tut sich das nicht, aber es wird dann eine Schwelle überschritten, wo der Körper in der Lage war, bis dahin auszugleichen. Das Gehirn ist plastisch, das Gehirn kann viel ausgleichen, nicht? Und manche Nervenzellen, die besonders stark beeinträchtigt sind durch die veränderten Huntington-Genprodukte, funktionieren nicht mehr so wie gewünscht. Es muss aber eine bestimmte Zahl erreicht werden, dass ich überhaupt von außen etwas sehe oder wahrnehme. Und das, was man sieht, ist eben eine schleichende Sache. Hängt auch von den Umständen ab. Wenn ich unter Stress komme und in neuen Situationen bin, dann mag man vielleicht ungewollte Bewegungen, die wie Verlegenheit aussehen, an mir feststellen. Wenn ich ganz entspannt bin, mag man gar nichts dergleichen sehen. Also es ist ein allmählicher Übergang dahin, dass man auch von außen feststellt, da ist etwas anderes, da treten jetzt, und das ist typischerweise so, ungewollte Bewegungen auf. Und 40, das ist das, Mitte 40 ist das übliche Alter, wenn man die übliche CAG-Wiederholungslänge hat, nämlich 43, das ist das Häufigste, was wir haben. Und bei Menschen, die die Huntington-Mutation tragen. Aber wenn ich deutlich mehr habe, mag es auch sein, dass ich wesentlich früher Beschwerden entwickle. Oder wenn ich weniger habe, kann es auch sein, dass ich bis 60
oder gar bis 70. Für meine Umgebung und auch für mich selber mich gar nicht substanziell unterscheide von anderen. Wenn die Erkrankung dann aber ein Stadium erreicht hat, dass diese ungewollten Bewegungen offensichtlich werden, dann gibt es ein gesetzmäßiges Sich-Verschlechtern. Aber auch das ist ein langsamer Prozess. Im Schnitt, das ist der Median, also nicht der Mittelwert, sondern Median, dauert es mehr als 20 Jahre vom Auftreten dieser für uns als Ärzte diagnoseweisenden Auffälligkeiten in den Bewegungen bis zu einem Versterben an den Folgen der Erkrankung. Also deutlich länger als viele andere Erkrankungen. Denken Sie zum Okay. Beispiel an die Motoneuronerkrankung, ALS, dass das mediane Überleben 3 Jahre nur. Oder denken Sie an die Alzheimer-Erkrankung, mediane Überlegen 8 Jahre nach Beginn der diagnoseweisenden Auffälligkeiten. Huntington-Erkrankung mehr als 20 Jahre, also ein viel längerer Zeitraum, wobei man sagen muss, dass ein Gutteil der Zeit dann auch nur zu bewältigen ist, wenn von außen Unterstützung gegeben wird, durch Familienangehörige oder durch Professionelle. Wie ist das denn bei der Vererbbarkeit? Jetzt haben Sie gesagt, das wird nur, also die einzige Ursache ist die Vererbbarkeit. Wenn mein Vater oder meine Mutter das hätte, wie hoch wäre die Chance, dass ich das auch habe? Für jedes Kind von einem Vater oder einer Mutter mit der Huntington-Krankheit oder der Huntington-Veranlagung ist die Wahrscheinlichkeit 50%. Okay. Jedes Kind. Das ist das Kennzeichen von allen sogenannten dominanten Erkrankungen. Ich bekomme eine Kopie eines Chromosoms. Ich habe von jedem Chromosom zwei in meinem Körper. Eines von der Mutter, eins vom Vater. Der Vater hat auch zwei Kopien, eins von seinem Vater, eines von seiner Mutter. Angenommen, es ist ich bekomme die Erkrankung von meinem Vater und dessen Mutter war erkrankt. Muss der Vater ererbt haben von der erkrankten Mutter die Veränderung und der wird es an mich weitergeben mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Okay. Das gilt für alle Kinder, nicht? Das heißt konkret, dass es Familien gibt, wo es 4 Kinder gibt und alle haben das Pech, die Huntington-Veränderung zu erlangen. Das ist wie ein Münzwurf. Und es Okay. gibt andere Familien, ebenfalls mit 4 Kindern, wo alle verschont geblieben sind. Jeder hat ein 50-prozentiges Risiko oder eine 50-prozentige Chance, dass dieses Erbe nicht vermacht bekommen zu haben. Normalerweise denken wir, Erben ist gut, stimmt ja auch meistens. Aber in diesem Fall sieht man auch, Erben kann auch eine Last sein. Und so ist es, wenn man diese Veränderung von einem Huntington-kranken Elternteil bekommt. Wie ist das 50 denn, Prozent. wie ist das denn beispielsweise, wenn mein Vater hätte, spielen wir das mal so durch, der hätte Huntington, aber wär dabei gut weggekommen, also der Großvater hätte es gehabt, er hat es nicht. Wie wäre das bei mir? Wäre dann da die Kette gebrochen oder könnte das dann auch wieder eine Generation überspringen? Also es kommt nicht vor, dass eine Generation übersprungen wird, weil die Okay. Erkrankung zu 100% penetrant ist. Das ist jetzt unsere Sprache. Was wir damit meinen, ist, dass immer dann, wenn man die Veranlagung hat, man auch die Erkrankung entwickelt. Das ist nicht für alle genetisch bedingten Erkrankungen so, nicht für alle vererbten Erkrankungen so. Aber für die Huntington-Erkrankung ist es so, wenn man 40 CRG-Wiederholungen oder mehr hat, ist die Erkrankung, wenn man die Veranlagung hat, auch immer etwas, was sich in meinem Leben äußert, wenn ich nur alt genug werde. Ich hatte gesagt, es gibt eine Beziehung zwischen der CRG-Wiederholungszahl und dem Lebensalter, wann die Erkrankung beginnt. Aber ich sagen wir mal, nur eine 40 CRG-Repeats kann es durchaus sein, dass es bis zu meinem 60. Lebensjahr keiner mich so richtig auseinanderhalten kann von anderen Leuten, die dieses Alter erreicht haben. Aber danach äußert es sich. Okay. Es gibt Wenn man ein. jetzt,
wenn man jetzt weiß, man hat die Krankheit vererbt bekommen und man hat das mutierte Gen, gibt es irgendeine präventive Möglichkeit, die man machen kann, um einen schlimmen Verlauf zu vermeiden? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und beschäftigt natürlich auch alle, die Menschen, die zu einer Huntington-Familie gehören, besonders, aber auch uns als Ärzte und Wissenschaftler. Und die Antwort heißt, dass es nicht möglich ist, weil die Erkrankung eben sich immer durchsetzt, das ganz zum Verschwinden zu bringen, wenn man die Veranlagung hat. Was man aber durchaus beeinflussen kann durch die Art und Weise, wie man lebt, ist, wie gut der Körper und besonders das Gehirn das ausgleichen kann. Ich hatte gesagt, man hat die Genveränderung schon seit dem Moment seiner Zeugung. Aber es äußert sich nicht. Nee, es wird ausgeglichen, es wird kompensiert. Und je besser die Möglichkeiten des Körpers sind zu kompensieren, speziell des Gehirns, und jeder, der einen Menschen mit Schlaganfall gesehen hat, weiß, dass viel möglich ist, viel an Erholung möglich ist, weil die gesünderen Anteile des Gehirns in der Lage sind, einzuspringen und Aufgaben zu übernehmen und die zu unterstützen, die stärker beeinträchtigt sind. Und so ist es auch bei der Huntington-Erkrankung, dass es möglich ist, durch die Art und Weise, wie man lebt, die Widerstandsfähigkeit des Körpers und des Gehirns zu stärken und dafür in Schach zu halten, die Folgen, die die Genveränderung, die man im Körper trägt, haben. Was besonders wichtig zu sein scheint, ist aktiv zu sein, das Gehirn aktiv zu halten. Jeder, der ein Kind anguckt, was gerade laufen lernt, dem ist klar, dass auf zwei Beinen sicher zu gehen eine Leistung ist für das Gehirn. Das passiert nicht von alleine. Und etwas so Simples wie Spaziergänge machen, fordern das Gehirn und sind wichtig. Aber wenn man, wie ich Ihnen geschildert habe, schwer in die Gänge kommt, geht es vielen Menschen auch schon, bevor sie die körperlichen offensichtlichen Bewegungsstörungen haben, fällt es ihnen schwer, in die Gänge zu kommen. Und damit ist zu wenig Training da, zu wenig Plastizität wird gefördert und das wirkt sich negativ aus. Und allgemein muss man sagen, dass eine vernünftige Lebensführung, damit meine ich eine, die dem Körper auch die Erholung gibt, die er braucht, um Schlaf vernünftig, eine halbwegs ausgewogene Ernährung, auf seinen Körper zu achten. All das Sachen sind, die, so ist unser Eindruck, günstig sich auswirken auf den Verlauf der Erkrankung. Da ist aber noch vieles zu erforschen, denn das ist ein Bereich, über den wir noch sehr, sehr viel zu lernen haben. Um noch präzisere, noch bessere, noch konkretere, noch belastbare Vorschläge zur Lebensführung machen zu können. Und wir haben bei der Erkrankung es zu tun mit einer Erkrankung, die durch ein Gen bedingt ist. Allerdings, die Mutation ist verschieden. Wir haben seit einigen Jahren, seit mehr als 6 Jahren, auch sehr viel gelernt über andere Gene, die wichtig sind. Es liegt auf der Hand, dass natürlich andere Gene auch mit eine Rolle spielen. Die haben wir relativ vollständig oder umfassend listen können. Und jetzt ist die nächste große Herausforderung, wenn wir diese beiden Sachen wissen, die eigentliche Kernursache, die Huntington-Mutation und die anderen Gene, die mit eine Rolle spielen, jetzt auch noch viel präziser zu erfassen, wenn wir diese beiden Einflussgrößen kennen und genau definieren können, welchen Einfluss spielt das? Die Lebensumstände. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine sehr große weltweite Studie durchführen, Enroll-HD, viele von Ihnen kennen das, wo wir ganz bewusst auch in Regionen gehen, wo die Lebensumstände weniger günstig sind als jetzt in Europa, wo zum Beispiel genügend zu essen zu bekommen ein Thema sein kann und wo auch die Anforderungen und die Belastungen durch die Umwelt und durch die Art der Arbeit ganz anders sind als bei uns. Und durch diese Untersuchung hoffen wir, dass wir viel
präziser in der Zukunft sagen können, was wichtig ist am Lebensstil und was man besonders beachten muss. Bevor Sie auf die Studien zu sprechen kommen, ja. Also jetzt haben Sie schon gesagt, präventiv, da ist Bewegung und Fitness im Kopf und sowas wichtig. Jetzt nehmen wir mal den Fall, Sie arbeiten ja in der Huntington-Ambulanz. Also was ist dann der Fall, wenn es ausgebrochen ist? Gibt es da Therapiemöglichkeiten oder wie? Ja. Also wenn es ja unheilbar ist, was kann man denn trotzdem tun? Ich mag das Wort unheilbar nicht so sonderlich gerne, denn auch das Leben führt zum Tode. Also wenn wir so wollen, leiden wir alle, das ist nun mal eine Konsequenz der Tatsache, dass wir Menschen sind, an dem Problem, dass unser Leben ein Ende hat. Und trotzdem verstehe ich natürlich, was Sie meinen. Man kann im Augenblick das Problem nicht an der Wurzel packen und dafür sorgen, dass man ein Leben führen kann, unbelastet von den Konsequenzen der Huntington-Erkrankung. Aber lassen Sie uns noch mal auf den Kern Ihrer Frage zurücksteuern. Was kann man denn tun, wenn man Beschwerden bekommt und das Leben schwieriger wird durch die Huntington-Erkrankung? Das A und O, und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir angefangen haben, über Lebensstil zu reden, ist, dass man bei einer so langsamen chronischen Erkrankung in erster Linie mal leben muss. Man muss mit der Erkrankung leben und den Beschwernissen, die die Erkrankung mit sich bringt. Und das ist gar nicht so einfach natürlich und manchmal verlässt einen den Mut, das jeden Tag hinzubekommen, obwohl es schwierig ist. Und da setzen wir an in unserem Huntington-Zentrum. Es sind viele Facetten, das hatten wir schon kurz besprochen, viele Veränderungen, die Folge sind der Huntington-Erkrankung. Und also ist es auch angemessen, dass ein großes Team von Leuten sich darum kümmert, die verschiedenen Beeinträchtigungen angemessen zu erleichtern. Und das beginnt zum Beispiel mit der Bewegungsunruhe und den Bewegungsstörungen. Und man kann in der Tat durch Medikamente das Ausmaß der ungewollten Bewegungen dämpfen. Das ist manchmal aus sozialen Gründen wichtig. Man möchte nicht auffallen. Natürlich ist es so, dass die Erfahrung von allen Menschen mit der Huntington-Erkrankung, dass die anderen Leute gucken. Sie wissen ja nicht notwendigerweise was von der Huntington-Erkrankung und denen fällt eben auf, da ist jemand unruhig oder nervös. Oder in dem späteren Stadium der Erkrankung wird vielfach gedacht, da ist jemand schon am Morgen betrunken, weil das Gangbild verändert ist. Und jeder kann sich leicht vorstellen, dass das natürlich erhebliche negative soziale Bewertungen mit sich zieht, wenn man den Eindruck hat, weil man unsicher geht und nicht sicher läuft, das sei Alkohol im Spiel. Das ist natürlich ein Missverständnis. Aber ein naheliegendes Missverständnis. Und so kommt es auch, dass Menschen mit der Huntington-Erkrankung sich häufig wünschen, zum Beispiel bei Familienfeiern oder sonst etwas, dass es nicht so augenfällig ist, die ungewollten Bewegungen. Also einer der Gründe, warum wir diese ungewollten Bewegungen dämpfen. Und dann gibt es das auch, dass man natürlich Mühe hat, das Gleichgewicht zu halten oder sich verletzt, weil die Bewegungen ausfahrend sind und man aus dem Gleichgewicht gerät und sich zusätzlich auch noch stößt oder andere Verletzungen. Dann sind ja Begriffe wie Weiztanz, das ist ja dann Zynismus eigentlich. Das wird dann wahrscheinlich der Grund sein, warum man heute mehr von Huntington-Krankheit spricht und auch Korea-Huntington nicht mehr so. Ja, also der Hauptgrund ist, dass gerade die Menschen, die die schwersten Formen der Huntington-Erkrankung haben, gar keine ungewollten Bewegungen haben. Also gar nichts an Tanzen haben, an tanzähnliche Bewegungen erinnert, sondern dass diese Leute in erster Linie beeinträchtigt sind durch die Tatsache, dass die Bewegung, die sie machen wollen, nur ganz mühsam und langsam durchgeführt werden können. Es erinnert mehr an die Parkinson-Erkrankung in diesem Punkt. Okay. Die Bewegung, zum Beispiel das Gehen, wird mühsam und ist nur in kleinen Schritten möglich. Und es braucht sehr lange,
bis man eine gewollte Bewegung durchgeführt hat. Und genau sind die Denkabläufe oder die Äußerungen, zu denen man in der Lage sind, auch in einem ganz anderen Zeitmaß. Und die Umgebung verliert häufig die Geduld. Und um das zu betonen, dass diese Überbewegungen, die Chorea, nicht notwendigerweise auftritt, bei Menschen mit der Huntington-Erkrankung reden wir lieber von Huntington-Krankheit. Und außerdem ist das nur eine Dimension, die ungewollten Bewegungen. Es ist natürlich das Augenfälligste, das, was ins Auge springt. Aber die Erkrankung hat viel mehr Beeinträchtigungen. Zum Beispiel auf der Verhaltensebene, zum Beispiel was die Denkabläufe angeht, zum Beispiel was den Gesamtmetabolismus angeht. Deswegen bevorzugen wir von Erkrankung zu sprechen oder Krankheit, Huntington-Krankheit oder im Englischen Huntington-Disease. Jetzt ist es ja so, wir am DZNE forschen auch ja in der Huntington-Krankheit, unter anderem in Ulm und auch in Bonn. Und ich kenne es von den anderen Krankheiten, Alzheimer und generell Demenz, da sind die Ursachen ja meist gar nicht so richtig bekannt. Also da ist es ja so weit, man weiß, da gibt es Ablagerungen etc. Aber warum die letztendlich entstehen, weiß man nicht. Und da ist ja, wird viel Hoffnung da reingesetzt, die Ursachen, wenn man die erstmal hat, dann kann man die auch bekämpfen. Jetzt haben wir in diesem Fall der Huntington-Krankheit, haben wir ja die Ursache. Und es gab verschiedene Studien jetzt und auch ja sehr hoffnungsvolle Nachrichten, dass man vielleicht, da man die Ursachen kennt, sich in den letzten Jahren ja auch die Wissenschaft viel verändert hat, da was machen zu können. Also Stichwort Generation HD1 war was, was, glaube ich, viele von den Betroffenen als Hoffnungsschimmer wahrgenommen haben. Und dann, ja, mehr als ein Schimmer. Also eine konkrete Hoffnung, ich glaube, das ist auch berechtigt. Also wie immer, und das gilt jetzt für die anderen Erkrankungen, die im DZNE erforscht werden, auch. Bevor man eingreifen kann, muss man den Krankheitsmechanismus verstehen. Bevor ich eine Uhr, die kaputt ist, reparieren kann, muss ich verstehen, wie eine Uhr tickt. Und so ähnlich ist es bei Erkrankungen auch. Man muss verstehen, wie die Erkrankung funktioniert. Denn so wollen, wie die Erkrankung tickt, um sinnvoll eingreifen zu können. Und wir hatten ganz zweifellos, wie Sie zu Recht sagen, bei der Huntington-Erkrankung die Besonderheit, dass es eine einzige Ursache gibt, eine monogenetische Erkrankung, allerdings mit der Besonderheit, dass die Natur der Mutation unterschiedlich ist bei verschiedenen Leuten, also eigentlich eine Familie von ganz verwandten Erkrankungen. Aber viel einfacher in gewisser Weise als bei der Alzheimer-Erkrankung, wo man in den meisten Fällen nicht weiß, was die eigentliche Ursache ist, oder der Parkinson-Erkrankung, wo man auch nur einen kleinen Prozentsatz genetische Gründe hat. Hier ist es immer ein genetischer Grund. Und schon direkt nach der Entdeckung der Huntington-Mutation und des Huntington-Gens ist den Leuten als Idee, um den Erkrankten zu helfen, der Gedanke gekommen, dass man die Nachbildung der veränderten Huntington-Genprodukte, ich sage das bewusst im Plural, beeinflussen sollte. Die Huntington-Erkrankung, diese CA und Gs, befinden sich in einem Teil des Huntington-Gens, was in ein Eiweiß übersetzt wird, sogenanntes Exon, und führt zu einem veränderten Eiweiß mit einer überlangen, immer wiederholten Aminosäure, Glutamin. Aminosäure ist ein Eiweißbaustoff. Und wie bei anderen Erkrankungen lagert sich Fragmente, also Bruchstücke von diesen veränderten Eiweißen im Körper ab. Aber das ist nur ein Aspekt der Erkrankung. Deswegen sage ich bewusst veränderte Huntington-Genprodukte. Es liegt ja auf der Hand, dass die Bauanweisung oder Messenger-RNA für dieses veränderte Eiweiß, die eine genaue Kopie ihrer Erbinformation in DNA ist, die gleiche Veränderung hat, die man zeigt, die man auch in der DNA findet. Auch die hat eine verlängerte CA und G-Abschnitt.
am Anfang des Huntington-Gens. Und diese Veränderung führt dazu, dass auch die Bauanweisung ihrer Struktur nach anders ist, verändert ist. Sie hat eine Art Dorn. Und das bedeutet, dass diese veränderte Bauanweisung oder Messenger-RNA anders sich verhält als normale Huntington-Messenger-RNA und zum Beispiel dazu führt, dass sich andere Eiweiße, die im Zellkern zu finden sind und die normalerweise an Bauanweisungen an Messenger-RNA binden, anders binden und also die Zelle durcheinander kommt, wenn Sie so wollen. Okay, Deswegen jetzt. ganz wichtig, dass man an dieser Stelle ansetzt und verhindert, dass die verschiedenen veränderten Huntington-Genprodukte nachgebildet werden. Und das macht man, Sie hatten Generation HD1 angesprochen, in verschiedenen Arten und Weisen. Man kann sehr passgenau an die veränderte Bauanweisung oder Messenger-RNA eine bindende Einzelstränge von DNA, sogenannte Antisense Oligonukleotide, bauen, die nur dort oder im Wesentlichen dort binden und die dazu führen, dass diese Bauanweisung und infolge davon auch die das Eiweiß, das gebildet wird, der Menge nach reduziert wird. Und das ist der Ansatz. Das kann man mit einzelsträngigen DNA-Molekülen oder Antisense-Oligonukleotiden erreichen, aber auch mit RNA-basierten Sequenzen. Und man kann das erreichen mit einer mit kleinen Molekülen, die dafür sorgen, dass diese Bauanweisung anders interpretiert wird vom Körper, so dass es zum Abbau von diesen Bauanweisungen kommt. Also mindestens drei verschiedene Methoden, die man gegenwärtig testet und untersucht. Eine davon als sogenannte Antisense-Oligonukleotid-Behandlung oder mit einer Substanz, die Tominersen heißt und die von der Firma Ionis entwickelt worden ist und von Roche dann in großen klinischen Studien untersucht worden ist. Genau. Sie haben es angesprochen, da gab es einen Rückschlag. Und zwar hat sich herausgestellt, dass die sehr große Studie mit 800 Beteiligten auf der ganzen Welt so bewertet wird, dass sie zu ungewollten Effekten führt bei der verwendeten Dosis. Mein Genau, Eindruck es war ist, ja so, dass Phase 1 und Phase 2, glaube ich, also hervorragend gelaufen ist und dann war sehr man richtig. ganz Also Phase optimistisch 1 und ist dann gelaufen. Phase. Phase Ah, 1 ist okay. gelaufen worden und die zeigte, dass man erreicht, was man erreichen möchte, nämlich, dass man nachweisen kann, immer einzelnen Patienten in einer dosisabhängigen Art und Weise, dass die Menge der veränderten Huntington-Eiweiße im Nervenwasser gemessen dosisabhängig sinkt. Also das Medikament tut, was es tun sollte. Nur dann in Phase 3 nicht mehr. So. Eine Phase 2 ist nicht durchgeführt worden, Okay. und zwar aus guten Gründen, weil man sich darüber im Klaren war, dass eine ausführliche Dosisfindungsstudie Zeit kostet. Mindestens 2 Jahre und relativ viele Menschen, die sich daran beteiligen, an dieser Dosisfindung erfordert hätte. Man hat sich gesagt, damals, als man diese Entscheidung getroffen hat, dass man es wagen sollte, sich für eine, nämlich eine hohe Okay. Dosis zu entscheiden. Nach dem Prinzip viel hilft viel. Nun hat sich herausgestellt, dass jedenfalls meine Deutung, der Befunde, die wir gegenwärtig haben, und man muss auch klar dazu sagen, dass wir nicht alle Befunde haben, das wird im nächsten halben Jahr noch wesentlich mehr Daten dazu uns zur Verfügung stehen, dass unser Urteil noch deutlich sicherer wird. Aber mein Eindruck ist, dass es einiges dafür spricht, dass die Dosis 120 Milligramm, die ins Nervenwasser gespritzt wurde, das muss man ins Nervenwasser spritzen, kann man nicht als Tablette nehmen,
weil es die Bluthirnschranke nicht überwinden kann, dieses Medikament, dass diese Dosis von 120 Milligramm in alle 8 Wochen gegeben auch Nachteile mit sich bringt. Und es sieht so aus, als würden diese Nachteile überdecken die Vorteile, die die Substanz haben könnte. Die Nachteile hängen damit zusammen, dass es sich um einen Stoff handelt, der vom Körper auch als fremder Körper, Fremdstoff erkannt wird, natürlicherweise, und zum Beispiel dazu führt, dass die delikate Balance zwischen Bildung von Nervenwasser und eine Wiederaufnahme von Nervenwasser durcheinander kommt, so dass die Nervenwasserräume im Gehirn zunehmen in der dosisabhängigen Art und Weise und das dann zumindest über einen längeren Zeitraum dann zu nachteiligen Konsequenzen zu führen scheint. Das ist eine Interpretation davon. Ob das die vollständigen und die einzigen Gründe sind, muss ich zeigen. Dafür machen wir aber diese weiteren Untersuchungen. Aber das Prinzip, und das ist mir wichtig, das Prinzip, dass es sinnvoll ist, die Zellen und dann idealerweise auch den ganzen Körper zu entlasten von den veränderten Genprodukten, die Schaden anrichten, scheint mir dadurch nicht in Frage gestellt zu sein. Wie immer steckt der Teufel im Detail. Und es kommt jetzt darauf an, die richtige Art und Weise zu finden. Und neben den Antisense-Oligonukleotiden gibt es Ansätze, richtige Gentherapie, wo der Körper selber jetzt RNA-Moleküle herstellt, dauerhaft oder für einen langen Zeitraum zumindest, die dann im Körper dazu führen, dass die Bauanweisung, die Messenger-RNA-Moleküle führt, das Huntington-Genprodukt, weniger werden und damit der Körper und die einzelne Zelle zunehmend entlastet wird von diesen Genprodukten. Wenn man früh genug damit anfängt, das ist eine weitere Frage, die sich uns natürlich stellt, liegt auf der Hand, dass je gesünder der Körper ist, desto höher die Chancen sind, dass man einen erwünschten Nutzen auch tatsächlich sieht. Aber es liegt auch klar zutage, dass je früher man im Prozess der Erkrankung ist, desto weniger Beschwerden man hat. Man muss also länger warten, um sich sicher zu sein, dass ein Medikament so wirkt, wie man es sich eigentlich erhofft. Und Ich dann, muss so ein bisschen zur Uhr gucken, ja. weil wir nur eine Stunde live sein können bei Instagram. Deswegen zusammengefasst, also Sie halten die Studie nicht für gescheitert, sondern sie hat jetzt nicht das gewünschte Ergebnis erstmal gebracht. Aber können Sie denn Leuten mit Huntington Mut machen oder Hoffnung? Also ist man da, wie ist da der Stand der Forschung? Ist da, Also ich meine, es ist überhaupt keine Frage, dass wir uns was anderes erhofft hatten und dass es ein Rückschlag ist. Für meine Begriffe ist es nicht das Ende der Welt. Und es ist nicht das Ende der Welt, weil es so aussieht, als ob auch das Tominersin-Programm mit veränderter Dosierung möglicherweise weitergeht und dafür eine faire Chance besteht. Erstens. Zweitens, dass es mindestens zwei andere Ansätze gibt, die das gleiche Ziel erreichen können. Einmal über Gentherapie mit Genfähren, die dann RNA-Moleküle ständig in Zellen herstellen im Körper. Zum anderen über Medikamente, die man als Tabletten richtig nehmen kann und die dem Körper vorspiegeln, dass ein vorzeitiges Ende der Bauanweisung erreicht wird und das dazu führt, dass diese Bauanweisungen abgebaut werden, die Messenger abgebaut wird und weniger belastende, veränderte Genprodukte hergestellt werden. Und dann, was mir besonders wichtig ist, noch ein zusätzlicher weiterer Ansatz, ist sich darüber im Klaren geworden im Laufe der Erforschung der Erkrankung, dass diese CAG-Veränderungen, die man hat, etwas sind, das während des Lebens sogar weiter zunimmt. Und das in bestimmten Teilen des Körpers, Teilen des Gehirns besonders. Und unser Eindruck ist, dass die Teile, die besonders stark geschädigt werden, eine besonders starke
Aufdehnung und Ausweitung haben. Das ist etwas Interessantes, denn jeder von uns denkt eigentlich, man ist mit der DNA geboren, mit der man eben geboren ist. Okay. Nicht? Okay. Aber eine DNA wird benutzt, muss repariert werden. Und es ist im Zuge dieser Reparatur, das eigentlich was hier was Gutes ist, dass es zu einer weiteren Verlängerung kommt. Und wir haben, das ist so und so richtig klar geworden seit 2015, weil genetische Modifikatorenstudien gezeigt haben, das sind die Haupteinflussgrößen. DNA-Reparaturgene sind die Haupteinflussgrößen. Und das hat uns wieder denken lassen an Beobachtungen, die schon 10 Jahre früher gemacht worden sind, wo man es einem aufgefallen ist, dass die CRG-Länge in verschiedenen Körperstellen und in verschiedenen Teilen des Gehirns nicht gleich bleibt, sondern zunimmt. In unserer Sprache somatische Instabilität. Die DNA ist nicht die gleiche. Und jetzt haben wir, was ich als hoffnungsvoll empfinde, innerhalb von weniger als 5 Jahren es so weit gebracht, dass aus diesen Einsichten auch Ansatzpunkte für neue Therapien entwickelt worden sind. Man hat gelernt, dass man durch eine Beeinflussung der sehr komplizierten Maschinerie, die erforderlich ist, um DNA zu reparieren, mit subtilen Veränderungen verhindern kann, nicht die DNA-Reparatur überhaupt, das wäre ja auch gefährlich, sondern diese Besonderheit, dass es zu einer Verlängerung kommt von diesen in unserer Sprache Mikrosatelliten, diesen DNA-Wiederholungssequenzen wie die CRNGs, die die Huntington-Mutation darstellen. Das heißt also, es ist auch wichtig für andere Erkrankungen, nicht nur für die Huntington-Erkrankung. Auch in Bonn besonders beforscht, spinocerebelläre Ataxien, die haben genau das Gleiche, soweit sie autosomal dominant sind, die genau die gleiche Genveränderung als eigentliche Ursache dieser Erkrankung. Besondere Formen von ALS haben das ebenfalls. Also eine ganz wichtige Einsicht und mich stimmt es hoffnungsfroh, trotz dieses Rückschlags, dass die Zeit zwischen Einsicht, hier könnte man ansetzen, und der tatsächlichen Möglichkeit, das auch erproben zu können, bei Menschen mit der Huntington-Erkrankung viel kürzer geworden ist. Okay. Es ist zweifellos so, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Ich würde mir wünschen, dass ich schon heute natürlich, am liebsten gestern, diese Medikamente zur Verfügung habe. Aber das entwickelt sich und ich bin zuversichtlich, dass dieser Fortschritt sich weiter beschleunigt, der zweifellos in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht worden ist. Sehr gut. Ein besseres Schlusswort kann man ja eigentlich gar nicht sich wünschen. Zumal wir gerade eine Punktlandung gemacht haben mit der Stunde. Das heißt, es bleibt uns leider keine Zeit mehr, um Fragen zu beantworten. Aber wenn es die noch gibt, schickt die gerne an DZNE, an unseren Kanal und wir leiten die weiter. Dann bedanke ich mich und gehe mit diesem hoffnungsvollen Schlusswort raus aus der Sendung und kann nur einladen, morgen wieder dabei zu sein, wenn wir mit Alina sprechen, die einen Podcast gegründet hat, gestartet hat und selbst betroffen ist von der Krankheit und nochmal erzählt, wie das bei ihr und ihrem Vater war. Dann vielen herzlichen Dank, Professor Landwehr-Meyer, auch für den spontanen Einsatz, dass wir das so eben schnell noch auf die Bühne gekriegt haben und alles Gute. Sehr gerne. Alles Gute. Ja. Bis Tschüss. Dann. Herzlichen Danke. Dank. Tschüss. Tschüss.